Hallo, mein Name ist Jumpy und wir spielen immer noch Grotesk Tactics. In der letzten Folge haben wir die Goblins, die hier ehemals auf der Brücke standen, tot gemacht. Und jetzt laufen wir weiter in der Hoffnung, dass wir nicht mehr allzu vielen Goblins begegnen werden. Die Schokoschicks waren uns dabei sehr behilflich, bleiben aber leider zurück, da ich keine Lust habe, hier die ganzen Viecher nochmal herzulocken. Oh Gott, das sind ganz schön viele. Seid ihr also endlich angekommen? Meine Männer haben wacker die Brücke geschlagen, aber ihr habt's trotzdem geschafft. Aber meine Schamanens werdet ihr nicht bezwingen. Und mich schon mal gar nicht. Nun werden's ihr sterben. Klar, euch verspeise ich zum Frühstück. Los, Drake, greif ihn dir. Was? Wieso ich? Wieso nicht? Vergesst die Schamanen nicht. Auf diesen Plattformen können sie mit erhöhter Reichweite angreifen. Magier und Bogenschützen können das. Dann klettern wir auf die Leitern und machen sie oben fertig. Und alles nur wegen dieser neuen Jungfrau. Bitte, bitte, rettet mich. Sie reißen mir gleich noch die letzten Fetzen meines Kleids herunter und dann wäre ich absolut und völlig nackt. Naja. Seine halbgöttliche Wenigkeit wird noch motivierter. Attacke! Noch motivierter. Ich bin übrigens für einen taktischen Rückzug. Ach nee, wir sind noch gar nicht im Kampf. Gut, dann wird das mit einem taktischen Rückzug nix. So, jetzt. Wie ich gerade andeuten wollte, taktischer Rückzug finde ich ja persönlich sehr intelligent. Zack. Ich mache mir wieder Hoffnung, dass die ganzen dummen Goblins jetzt mir hinterherlaufen. Und ich dann die Schokoschicks, die, vor allem, die stehen da noch, das ist ja super. Am besten, wenn die ganz weit zurückrennen. Na, ah, jetzt rennen sie wieder zurück. Ja, ist ja ein Elend. Gnarf. Aber andererseits ist das trotzdem gut, dass die hier so zurückrennen. Naja, ich glaube, ich bleib mal hier an der Brücke stehen und warte auf die Bande einfach. Die sollten es zwar im nächsten Zug eventuell schaffen, bis zu mir zu kommen. Also wenn das jetzt passt, dann stehen die direkt vor mir und das wäre ideal. Und können nicht angreifen. Na, die kommt doch dann. Er wagt es, sich neben Holy Avatar zu stellen. Das ist mein Held. Geht da weg von ihm. Na? Na! Mandy! Gott! Echt ein Elend mit ihr. Na gut, aber dafür kann ich die jetzt schön einen nach dem anderen weghauen. Ach, wie jetzt erkunden? Aha. Ja, die kommen ja sowieso alle nicht gleichzeitig, ne? Ach, ich warte jetzt einfach nochmal. Zack. Zack. Also Obsession bei Jungfrauen ist ja echt unpraktisch. Oh Gott, der hat ganz schön viel Schaden gemacht. Aber ich auch. Haha. Oh, gelevelt. Ja, ich glaube, warten ist ziemlich das Klügste, was ich machen kann. Zack. Die kommen schon. In Verteidigungshaltung machen die keinen. Was? Wie jetzt? Habe ich keine Gegner mehr oder was? Oder wollen die. Der will nicht kommen oder wie? Ja, dann gehe ich halt doch einen halben Meter nach vorne. Und Drake auch noch. Ah nee, halt, warte. Da. So, und jetzt nochmal Drake. So. Möchte jetzt jemand kommen? Nee. Na gut, dann gehe ich hier noch ein vorsichtigen Meter nach vorne, weil ich schaff's nämlich mit Holy noch nicht bis zum Schamanen vorzudringen. Ach nee, das ist ja schon wieder. Krimpf. So, jetzt kommt aber einer. Hervorragend. Macht dank Verteidigungshaltung absolut keinen Schaden, der Bursche. Haha. Mein Plan ist aufgegangen. Jetzt sind es aber ganz schön viele. Dann muss ich mit Drake. Hervorragend. Hat super funktioniert. So, kann ich jetzt eigentlich hier durch die Wand schießen? Natürlich kann ich. Haha. Boah. Oh, da ist ja schon der Chef. Ah, ich glaube, der macht richtig fett Schaden. Na gut, da werde ich dann nochmal meine. Oha, der macht wirklich Schaden ohne Ende. Den Fokus ich mal eine Runde. Weil er greift immer in den Holy Avatar an. Ist ja ganz praktisch. Verdammt. Ist jetzt ungut. Auch gut. Schwein gehabt. Ich mach das, glaube ich, gleich nochmal. Weil wenn der dadurch schlechter trifft, ist das vielleicht gar nicht schlecht, weil der Catch. Warten! Gnade! Gnade! Was? Was? Du winselst um Gnade? Ich hätte mir heute fast selbst das Leben genommen. Und du winselst darum? Ihr habt gewonnen. Ihr habt mich besiegend. Wenn ihr mich nicht tötet, dann werde ich euch als Gefährte folgend. Ganz treu sein.
Das wäre ein Krimineller nach Geschmack seiner halbgöttlichen Wenigkeit. Was kannst du so, Gauner? Danke, oh großherzigen Tony Avatar. Ich kann mit Messers umgehen und Sachen's kaputt machen. Tolzen. Holy, was sagt ihr? Wollen wir uns das wirklich antun? Und ihr seid ein wirklich großer Held. Ich wäre stolz, an eurer Seite was kaputt machen zu dürfen. Tolz. Der Goblin hat Geschmack, das muss man ihm lassen. Oh, der ist so knuddelig. Ich vertraue ihm. Lasst ihn uns mitnehmen. Wie ihr wollt. Ruckel, pack deine Sachen. Du bist dabei. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, der klingt auf jeden Fall 100% vertrauensvoll. Aber nun überlebende Goblins auf mich und Menschensfreund Stinkigseins. So laufen nun mal die Geschäfte. Grimmel. Goblin-Gebräu zu mir nehmen's. Jetzt, wir hauen's alles kaputt. Oha. Ist der jetzt besser oder was? Warte mal. Ah, ich komme da immer noch nicht hoch. Ich muss da irgendwie... Naja, ich hau erstmal den da zu Klump. Der hält eh nicht mehr viel aus. So, aber mit Runkel komme ich... Ach, guck mal, Drake, Runkel ist schon wieder voll. Der macht aber leider auch keinen Schaden, der Bursche. Na gut, dann muss ich mit Mandy... Kommt die da auch hoch? Hat Mandy da jetzt hinzulaufen, ist ganz schön eine Sackgasse. Steht da... Ne, da hinten steht keiner. Dann laufe ich schon mal in die Richtung. Weil ich da auch nicht hochschießen kann. Wie schlecht. Na gut, verteidigen wir mal. Oha. Ah, die beiden sollte ich von meiner Gaunertruppe platt machen lassen. Ich habe ein bisschen Angst wegen den Schamanen da oben. Ja, haut den mal platt. Oh, habe ich euch eigentlich schon... Oh. Bla, 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 bla. So, Rugel ist hier dran. Jetzt wird das auch... Ach, der macht ja wirklich gar keinen Schaden, dieser Rugel. Ach, jetzt kann ich da hochschießen? Jawohl. Neue Fähigkeit erlernen. Was kann sie denn jetzt eigentlich Schönes? Zielschuss. Kann man auch sehr große Entfernung einsetzen. Das ist ja schön. Ah, wie viel der aushält. Unfasslich, aber da hinten ist eine Truhe, sehe ich gerade. Nein! Das ist jetzt nicht so gut. Dass er sein Schrottschwert da gegen den Baum gehauen hat. Na gut, dann macht sich Ruckel erstmal hier auf den Weg. Ich meine, den brauche ich gleich noch. Verteidigungshaltung. Mandy. Also, heißt doch Mandy. Ich bin mir noch ein bisschen uneins mit den Namen von den ganzen Leuten hier. So, nimm dies. So, das haben wir taktisch wunderbar gemacht. Ja, will ich jetzt mit Holy wirklich das Ding da? Ich mach das mal so, aber ich denke mal, ich werde gleich angezaubert. Nicht mit Rugel, der kann das nicht. Der hat schon bewiesen, dass er mit Magier umklatschen hat, das nicht so. So, ach, jetzt kann ich ja mal eine neue Fähigkeit hier einsetzen. Oh Gott. Die rennt, ist deutlich... Aua. Deutlich näher rangerannt, als ich das vorhatte. Ich bleib erstmal da stehen. Jetzt kann ich doch mit Holy, komme ich jetzt hoch. Genau. So. Ruckel plündert erstmal. Wundverband entfernt Verwundung. Halt, klein, bla bla bla. Einen Bogen erhalten. Hervorragend. Der wird mir auf jeden Fall noch nützlich sein. So, mit denen warten wir. Mandy können wir eigentlich da oben hinstellen. Oha. Oha. Jetzt habe ich ja richtig Reichweite. Oh, macht doch richtig Schaden. Ist ja glücklich. So, mit Drake. Ah, ich kann sofort den Magier angreifen. Das ist natürlich super. Ah, ich hätte aber lieber die eine Fähigkeit benutzen sollen. Naja. So, ihn kann ich jetzt auch umhauen. Hat er nur noch einen Lebenspunkt? Ah, die erhöhte Position macht ganz schön viel mehr Schaden. So, Ruckel kann der jetzt. Nö. Na gut, dann rückt Ruckel schon mal einen Meter nach vorne. Na, vielleicht nicht unbedingt da. Und da. Mandy haut den zweiten weg. Und das wieder mit dem Langschuss hier. Warte mal, das geht auch? Nein, verdammt, das muss er rumrennen. Ah. Hallo? Ah ja. Gut, dann Drake. Uah, die Kameraführung ist ja manchmal echt grausam. Na gut. Laufen wir erstmal rum, weil der wird wahrscheinlich eh Ruckel angreifen. Ich kann doch hier gerade was plündern. Wo denn eigentlich? Ein Goldhaufen? Okay. Den hatte ich jetzt zwar nicht so ganz auf dem Schirm, aber naja. Na, es reicht nicht, aber Ruckel ist ja noch dran, der macht das schon. Welches Level hat der eigentlich?
So, freies Erkunden. Da hinten stehen noch mehr Magier. Oh Gott, wie toll das hier noch ist. Ich glaube, hier gibt es noch einiges zu tun. Was? Die sind jetzt meine Gegner? Nö, da mag ich nicht rumlaufen. Ich warte, bis die kommen. Ich könnte maximal versuchen, mit Mandy hier noch irgendwie was zu reißen. Dann stehe ich mal nach hinten. Sicher, sicher. So, und jetzt, wenn ich mit ihr hier hinlaufe, kriege ich das doch so hin? Ne, ist zu weit weg. Na gut, dann machen wir hier den hier. Oh. Ich schätze mal, gleich ist mein Mann. Ach, das sind ja Fernkampfviecher. Na. Ich glaube, ich habe auf den falschen Moskito geschossen. Rücken wir mal geschlossen vor. Immer weiter schöne Verteidigungshaltung. Und schön vor allen Dingen hübsch in Dreierreihe. So, warte mal. Ach. Moment, die machen wir langsam so. Warte mal, wenn ich hier noch einen Meter zurückgehe, dann kann mich das Vieh doch. Dann kann ich noch einen Meter. So, jetzt. Das reicht nicht, aber das Vieh kann mich, glaube ich, nicht zurückangreifen. Das läuft ja unter alles unter dem Motto Reichweitenvorteil nutzen. Nein, ist nicht reich. Zwickt mir nicht ständig in meinen Po. Ihr seid wirklich unanständig und ihr stinkt aus dem Mund. Böse Goblins, böse. Böse, 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 böse. Ah, oh, da seid ihr ja endlich. Oh, ich habe mich so nach Errettung gesehnt. Keine Sorge, Jungfrau. Wir werden auch diese Goblins weghauen. Weghauen. Oh mein Gott, Taurus. Und Taurus, Taurus, Taurus. Ah! Das ist Holy Avatar. Sehe ich auch gut aus? Oh, schnell meinen Schweiß prüfen. Oh. Oha. Ich glaube, er hat mir zugewunken. Oh, ist das toll, 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 toll. Oha. Und ihr glaubt wirklich, dieses Blondie wird uns eine Hilfe sein? Drake, gebt Acht vor den Goblin-Gaunern. Und dieser betrunkene Elite-Goblin ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, ich bin toll. Wirklich gespannt, wie ihr mich jetzt befreit. Ja, ich auch. Ich bin total gespannt. So, im Holy kann. Na, Holy kann das Vieh nicht umhauen. Das ist ja natürlich doof. Dann laufe ich mich erstmal in Position. Ich ahne, dass Mandy garantiert jetzt keinen Mana mehr hat. Jawohl, er haut erstmal das Vieh um. Er kriegt zwar keine Erfahrungspunkte dafür, aber. Wo ist denn Ruckel? Da hinten? Na gut. Dann haut er halt das wieder um. Ein Goblin-Gauner. Ich meine, er ist ja selber einer, wa? So. Na, mein Mana reicht noch für einen Schuss. Das ist ja schön. Dann. Haha! Das Problem ist allerdings, dass Mandy. Ich würde mich gerade wundern, warum der Goblin den anderen Goblin haut, aber das, die Frage hat sich gerade erledigt. Na, Drake wird es ja gerade so noch schaffen, den hier umzuschlagen. Na, Niedermacher wird auch nicht funktionieren. Oh oh. Ist das der Elite Goblin? Oha. Ich glaube, ich muss. Das wird bald ein. Oh. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, keinen Mana mehr für die Fähigkeit hier, ne? Ja, schade. Oder? Ach nee, es kostet gar kein. Doch, es kostet Mana-Punkte. Und zwar einen, also ich hätte noch genug Mana dafür. Nun gut, dann. Ich spüre eine Welle der Euphorie. Ja, ja, wunderschön. Hat trotzdem nicht gereicht, ist ja mies. Am besten steht jetzt Holy vorne. Das ist ja aus verteidigungstechnischen Aspekten super. Ja, du verteidigst mal besser nur. Mandy rennt mal hinterher. Die werde ich sicherlich gleich brauchen. Oh, der steht natürlich richtig geil, der steht im Busch. Das macht sicherlich sehr viel einfacher, ihn zu besiegen. Oha. Ist schön, dass er zugetreten hat, aber. Ist natürlich sehr klug von mir gerade, dass ich die Gegner einzeln haue. Wer wagt es, sich neben Holy Avatar zu stellen? Nein, ich. Ja! Oh, ich glaube, Holy braucht mal einen Heiltrank. Das Problem ist, den Heiltrank kann ich Holy nur geben, wenn er gerade dran ist, ne? Verdammt. Warte mal, da fällt mir gerade ein. Ein Menü wollte ich nicht aufmachen, sondern eher das hier. Den Bogen. Was habe ich denn jetzt gerade für einen Spielzeugbogen? Naja, nehmen wir mal einen richtigen. Hä? Hä? Kann ich im Kampf keine? Doch, kann ich. Ich ahne, der Goldzahn ist verrugelt, ne? Nun gut, dann hauen wir den jetzt weg, den Burschen hier. Naja, okay. Wisst, kommt der betrunkene Goblin nicht an mir ran. Also an Holy. Das soll das Ende sein. Seine halbgöttliche Wenigkeit möchte wenigstens in den Armen einer halbnackten Jungfrau sterben.
oder in zwei. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Schade.